Iris Mareike Steen hat angekündigt, dass es für Lilly in gute Zeiten, schlechte Zeiten wieder spannend wird. Iris Mareike Steen hat ihre Thailand-Rundreise beendet und befindet sich wieder am Set der Serie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Am Rande der Dreharbeiten sprach sie über die neuen Drehbücher. Vor einem Jahr stand Lilly im Zentrum eines Handlungsstrangs, in der es für sie ums pure Überleben ging. Der vermeintlich tote Martin Ahrens, Oliver Frank, entführte die Ärztin, Nihat, Timur Ilker, und Emily, Anne Menden, nachdem das Trio ihn verletzt in der Havel zurückgelassen hatte. Während Sascha, Daniel Noah, und Paul, Niklas Osterloh, ihm nicht rechtzeitig auf die Spur gekommen, hätte er die drei in einer abgelegenen Garage mit Autoabgasen verdichtet. Im restlichen Jahr blieben Lilly die ganz großen Katastrophen erspart. Bis auf eine kleine Krise mit Nihat, der kein Verständnis dafür hatte, dass seine Freundin den beruflichen Aufstieg vorerst über die Familienplanung stellte, gab es wenig Drama. GZSZ, große Geschichte für Lilly, wie Iris Mareike Steen ihren Fans auf Instagram erzählte. Steht Lilly bald wieder im Mittelpunkt einer großen Geschichte? Die Dreharbeiten hätten bereits vor ihrem Urlaub begonnen. Ich bin sehr dankbar, dass ich schon so viele unterschiedliche Geschichten bei GZSZ spielen durfte und sehr gespannt, wie euch die kommende gefällt, so die Schauspielerin, wir sind gespannt, was passieren wird. Umso mehr, da auch Steens Serienfreund Timur Ilker große Veränderungen für seine Rolle Nihat ankündigte. Freunde, das wird schon crazy, aber sehr, sehr interessant, so Ilker. Allerdings könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Details verraten. Auf jeden Fall freut er sich schon riesig auf seine neuen Geschichten. Nihat ist ein Charakter, der durch seine Intelligenz und Vielseitigkeit besticht, aber zugleich, wie jeder andere, mit emotionalen Herausforderungen konfrontiert wird. Diese bringen ihn an seine Grenzen. Ich habe bereits die Drehbücher für 2024 gelesen und kann versprechen, dass es ein sehr spannendes Jahr wird. Ohne zu viel zu verraten, möchte ich nur sagen, erwarten Sie das Unerwartete. Was das wohl für das Kiez-Traumpaar zu bedeuten hat. We'll be right back.